Hallo miteinander, willkommen zurück zu Shadow Empires, Shadow Empire, was auch immer, Shadow Dingsbums mit Torrengeld. Wir machen weiter mit was eigentlich genau, wir haben erstmal Entscheidungen zu treffen. Ich glaube momentan sollten wir auch nichts weiter bauen, wir sind ja ziemlich ausgelastet mit dem Zeug da oben, sodass unser Rail hier noch weiter warten muss, also zumindest die Railbasen. Ich glaube hier haben wir schon angefangen, oder? Truck Station, Airbase, da ist er ja, ein Zug läuft. Okay, 8 Entscheidungen stehen an. Schauen wir mal. Der CEO, ah ja, mal wieder. Ja, hier, ne? Wir helfen natürlich gerne. Wir machen mal mehr Forschung. Nationales Budget. Lassen wir genauso. Copy that. Keine Veränderungen. Bürokratische Assets Level 16, das können wir machen. Das wäre grundsätzlich eine gute Sache. Also mehr bürokratische Punkte rausholen. Economic Council. Ich müsste mal mehr in Discovery reinpacken, ganz ehrlich. Brauchen diese eine Tech. Müssen wir was Neues machen? Eigentlich nicht, wir können uns mal den APC angucken, den wir bekommen haben. Upgrades irgendwo? Vermute ich ehrlich gesagt nicht. Motorbikes waren ja schon auf der... Ja, kriegen kein Combat Armor drauf. Ja, der ganze Rest ist eigentlich okay, hä? Huh? Der Model-Council-Kollege erstmal nichts zu tun, hä? Huh? Mr. Temple braucht unsere Hilfe. Weniger Commerce, weniger Autocracy. Ja, die wollen es halt alle, ne? Understood. Sie sind alle pisch darauf. Granite Town. Ja, ich denke, das müssen wir noch nicht machen. Ja, das kannst du mich auch später fragen. Okay. Unsere eigentlichen Kampfmoves haben wir ja schon gemacht. Das heißt, wir können in die nächste Runde, würde ich sagen. Ja, das ist ein echtes Problem hier mit dieser Riesenbeziehung hier. Welchen Level ist excellent? 2D10 Penalty Damage für Invade. 1D10 Leute Damage für Invade. 20 Happiness. Ist ja so Fist Profile. Der Witz ist, sie wollen es alle, ne? Die sind richtig geil drauf. Krieg! Tja, Tank will das haben, ja. Ronald will das haben. Sunny auch. Und natürlich Mac. Mac Zirkenlove. Warte. Warte noch, bis Endposition ist. Vielleicht gibt es noch irgendeine Entwicklung. Irgendeine Entwicklung, die... Ich meine, das dürfte ein ziemlich blitzartiger Konflikt sein. Das Ding ist halt, das ist ein bisschen so ein Oversight vom Spiel, glaube ich, bisher. Es gibt halt, manche gelten halt als Major-Regimes, manche gelten halt als kleine Regimes. Und dadurch, dass die hier, oder vielleicht könnte ich irgendwie konvertieren, wenn sie ein Major-Regime killen, das kann natürlich auch sein, ja. Aber eigentlich müssten die hier ja eigentlich auch vorkommen, ne? Wir haben zwei Städte, ja, sind auf einem guten Weg. Aber die können halt keine richtigen Einheiten zu bauen. So erstaunlich eigentlich, dass die das so... Dass sie sich da so ausbreiten konnten. Okay, wir gehen mal die nächste Runde, gucken mal, wie es da aussieht. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas anderes, was uns anders reagieren und eine andere Reaktion hier aufzwingt. Ist halt schade, eigentlich. Aber hier sind das gute Jungs hier. Und wie gesagt, die natürliche Grenze ist, wie gesagt, eigentlich hier. Und nicht hier. Okay. 6 Entscheidungen warten auf uns. Was haben wir gefunden? So, relative calm, noch 2 Runden. Mechanized Quad MG. Damit hat er wieder was zu tun. Neue WoW, Mechanized Storm Infantry Army, die ist glaube ich auch nicht schlecht. Es gibt eine richtig coole Armee, die hat was gegen Panzer, also RPGs hat sie dabei, Infanteristen, Artillerie, alles. Es gab von Engine Storage. Silent Shrine, das ist so unsere Raya Base. Sind 7 Maschinen bekommen. Okay, ein paar Geschenke. Milizprojekt, gut.
Das können wir gleich hier wieder an der Grenze spielen, wa? Idealerweise irgendwo. Das ist so geil. Das ist eine neue Stadt mit 100.000 Sachen, weil, ne? Ihr wisst ja, wir haben ja investiert hier massiv. Warte mal. So. Recruits hier. No, gelöst den Fall löst mal. Ja, die Logistik ist mal wieder schuld, hä? Was sagt denn hier der Aufbau? Zwickau ist momentan immer noch die größte Zone. Okay. 753. Es ist halt, ne, die Katze baut sich, die passt sich in den eigenen Schwarzwald, ne, wir haben zu wenig Leute hier, um das voll zu füllen. So rum. Ach, warte mal, war ich? Nee, doch, ich war hier. Ich wollte schon sagen, ich war schon hier richtig eigentlich. Es steht natürlich eine ganze Menge Zeug hier. Und umso mehr Truppen hier überall rumstehen, umso mehr haben wir hier natürlich das Problem, dass mehr Zeug hier hochtransportiert werden soll. Oh ja, wir könnten da welche umzingeln. Das ist natürlich perfekt. Das sind nochmal normale Raider. Dich hier. Switchen wir erstmal auf Artillerie. Das ist die eine Brigade hier. Ja, sehr schön, ein Kill. Hervorragend. Ja, sie sind super combat ready hier. Ja, wir könnten natürlich einen Angriff starten, aber der wäre sehr schwach und ja, wir müssen warten. Ja, du solltest ja eigentlich auch hier hochkommen, um zu helfen. Könnte ich aber auch da stehen lassen. Das sind die 10. Ahorn Guards. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir eher Leute von hier nach Norden schicken, weil... So, das Gefühl, dass wir das hier auch so ganz gut hinbekommen. Naja. Diese Schnecken hier sind ja nicht ganz so stark normalerweise. Schieß trotzdem mal drauf, bevor wir reingehen. Ja. Der Korpsoffizier, das war meine Güte, viele Hits. Ich glaube. Ja. Barenzi. Advancing. Hat sich geschafft, einen Buggy zu verlieren. Was sind diese Old. Das sind sogar Mark 2 Buggies. Wow. Okay. Ist ja eigentlich darum, hier, wie gesagt, den Cut zu machen. Aha. Wir sind leider immer noch nicht, wie stark das hier ist. Oder wer das überhaupt ist. So, können wir mal auch hier hören. Aha, es sind die Jungs. Okay. Besser schicken wir mal ein bisschen mehr Unterstützung hin. Solar Compounds. Wieder einmal. Das ist nochmal eine Solaranlage. Oh nee, das ist eine automatische Fabrik. Wow, noch mehr. Das Industrial Points. Klar, ich meine. Why not, hä? Das ist natürlich immer noch genauso schlecht wie vorher auch. Gehen wir mal dahin. Die sollten sich verteidigen können ohne Probleme. So, ihr habt natürlich halt so, so. Ja, du bist bald fertig. So, ist hier noch irgendwas? Pacific Guards, HQ Independent. Ihr seid aber. Eine uralte Einheit, glaube ich, ja, ja. Entscheidungen. Was steht an? COS for Subsidy. Sicher. Ja, Geld haben wir genug. Bleibt Science Council Task. Immer noch Researcher. Ja? Mal gucken, was der gerade eigentlich erforscht. Ich glaube, es war immer noch Fuel Dingsbums Konservierung. So, und du kannst jetzt definitiv ein neues mechanisiertes Quad NG
Quad High Speed Machine Gun mit. Nur 20 mm. Wird zwar wieder super langsam sein, aber zumindest halten sie ein bisschen was aus. Minor Worker Strike in Hawking. Understood. Ah, wir haben sie niedergeschlagen. Sehr gut. Und das ist das Zone Upgrade in Hawking. Nee, Level 2 reicht hier erstmal. Free Trade. Aus Banyan. Keine Tariffs, ja. Freier Handel für alle. Vor allem für unsere Banyan-Freunde aus dem Norden. Die wollen mal eine Stadt haben. Ich meine, wir können ja mal überprüfen, den ganzen Städten, ob wir uns diesen Hit leisten könnten. Wir sind überall bei 90. 85. 98. Eigentlich könnten wir es schon machen. Naja, und es, wie gesagt, das, normalerweise dürfte nichts passieren hier, ja. Also, das ist alles. Und alle sind dafür, ihr seid bestimmt auch dafür, ja. 11%, Loyalty 6%. Und unsere Faust dreht durch. Treiben wir einen Keil zwischen sie. So. So. Plevon wurde bereits befreit. Wer seid ihr eigentlich? Ihr seid. Oh, das ist die mobile Storm. Ja, ja, ich wundere mich nur. Natürlich, die LKWs werden displayed, aber das sind die guten Brigaden hier. Ja, da freue ich mich drauf hier. So, wir können da gleich dazu. Du stellst dich hier hin, du wirst hier unten noch unterstützen. Kommst dahin. So. So, damit haben wir hier eine feste Linie etabliert. Marschieren zum schwächsten Glied. Führt der Motorisierte hierhin. Ja, ich hoffe, dass das reichen wird. Aber normalerweise. Also, warte mal. Ja, was ist die Kurztaste für den Luftangriff? Ich weiß es gar nicht. Wir machen mal hier den normalen Angriff und werden hier einfach rumswitchen. Air Attack. Off the way. Sehr gut. Whiskey Tango Foxtrot. Whiskey Tango Foxtrot. 9 zu 1, 20 zu 1, 64 zu 1. Feuer! Operation successful. Gut. So. Mal gucken, wir haben ja. Genau, hier oben. Da stehen eigentlich tatsächlich nur zwei, ha? Das heißt, schieß mal da drauf. Feuer. Mit den letzten paar IPs. Ich bin so ein böser Kriegstreiber, ha? So, das hier gehört ja auch zu White Land. Wir können auch hier überall leicht einrücken mit den Leuten. Sammeln ein bisschen Territor ein. Territor? Territorium oder Terror, aber nicht beides gleichzeitig. Wäre von Vorteil. Ich denke, wir sind jetzt mal so dreist und fangen hier mal an. Mit der Rail Station 1. Understood. Einfach nur, weil wir gemerkt haben, dass wir hier keine Kolonisten mehr hinbringen können. Können dann wahrscheinlich auch hier direkt hochziehen als nächstes. Werden das bei dir in der Stadt auch direkt auch starten. Ja. Wir könnten hier sonst sogar nur einen Railhead machen, aber nein, macht man nicht. Wir machen richtige Stations. Wo ist die Station? Airbase. Truck Station. Warte mal. Brauche ich die gerade hier schon? In Ahorn? Tatsächlich. Mein Fehler. So, dann könnten wir theoretisch noch hier Dienst sehen, aber na, wir lassen mal den Wald aus hier.
Ich weiß nicht, wie lange die Renault Station noch laufen wird. Ich meine, das sage ich auf jeden Fall bis zur Stadt hier. Und da dürfte ja eine Truck Station sein, hier ein Transport Hub. Weil wir das einnehmen, sind wir hier also safe. Sieben entlasten wir unseren Feind da unten im Süden, aber. Ich überlege, ob wir noch eine Truppe aufstellen sollen. Wir hätten jetzt das Geld dazu. Mit HQ natürlich. Noch keine mechanisierten. Joyce Assault Infantry. Eigentlich will ich noch auf bessere Leute warten. Auf bessere OBs. Tja, Liedmann. Eure Herrschaft ist vorbei, ja? Bitte. Es ist so geil, wie alle Majorities unsere Freunde sind. Na gut. Eine Sache wollte ich noch überprüfen, nämlich wie das Modell des Dings geworden ist. Der Mechanized Geschichte. Der Vorling, der ist auch schon fertig. Der ist auch völlig okay, sag ich mal. Der wird gerade gemacht. Wo ist es denn? Buggy-Leitung, Bazooka. Motorbike Infantry, Mechanized. Ach ja, APC natürlich. Oh, der Bolter-Bus. Der hat wenig HP, ehrlich gesagt. Oh, ganz gut bewähren kann er sich auf jeden Fall auch. Das Gute ist halt an denen, ist logisch, ne? Die haben, können sich halt wehren. Die kämpfen quasi mit anders als die Trucks, die halt quasi nicht wirklich was können. Okay. Dann sind wir fertig für diesen Zug. Und sehen mal, was der nächste bedenkt. Ah, vielleicht bauen wir noch ein bisschen Munition. Nicht, dass das hier. Roger that. Bin ich aus der Kontrolle gerät. So. Achso, im Osten gab es einen kleinen Ausbruchsversuch von Viechern, aber ansonsten habe ich jetzt keine signifikanten Sachen gesehen. Ach, da ist es. Endlich. Metal Soil Filtration. Das ist das, was wir brauchen. Ah, und die Gas-Powered Small Arms sind fertig. Manners Light Infantry Army. Okay. Meine Strategems. Okay. Die stehen hier alle in diesem Pass. Da will ich eigentlich nicht wirklich kämpfen, ne? Guck mal, sie haben sich alle in die Stadt zurückgezogen. Ob das so eine gute Idee war. Können sie jetzt auf jeden Fall hier umzingeln. Oder fast, na eigentlich schon völlig umzingeln, ne? Und wir müssen das da hinten irgendwie zustellen mit jemandem. Die Milizen und so, hier alles runter, hier hoch, darüber. Okay, du machst gleich einen Air-Attack hier. Ich mag dieses Geräusch echt. So, wird passiert hier, Herr Kuh kommt nach Fallon. Und du wirst dich hier hinten westlich von Kuvanis aufstellen. Okay. Zack. Air Attack. Keine Gegenwehr. Oh Mann, diese Hubschrauber sind so OP gegen Infanteristen. Okay. Ich habe das Gefühl, wir können die Stadt stürmen, oder? Mal switch mal auf Range und wir werden noch mit unseren dedizierten Artillerien hier bombardieren. Sehr gut. Viele Hits. Ja, kaum Readiness. Natürlich haben die ganzen Sachen nur ein bisschen was abbekommen beim Bombardement. Aber so ist das halt, ne? 1, 2, 3, 4. Ach, 2 zu 1 ist völlig in Ordnung. Dann nehmen wir die Stadt ein. Hoffentlich. Hier geben sich. Ja, Panzer haben tatsächlich ganz gut hier gearbeitet in der Stadt. Einige Hits. Da haben wir sogar 2 Priester hier in dem Ding hier. Die Motorrad sitzt einer hinten drauf und predigt während der Schlacht.
Und Vault Peak gehört uns. Nur jemanden finden, der da reinfahren kann. So. Okay, ihr anderen Boys. Marschiert hier ein und werdet dann bald verhungern, aber das kriegen wir schon hin. Ich bin echt vielleicht gewillt, nochmal so ein, wo immer er stehen mag, hier. Ist das hier? Ja. Taktischen Bomber. Meine Güte, die sind so gut. Die Reno Scorpions. Wir werden sehen. Okay. Ein bisschen Sense of Humor. Der hat keinen Humor, der gute Tank. Quint River. Ignorieren. Denunzieren. Ignorieren ist einfach. Ein bisschen Unrest ist okay. Das schon hin und neue Organisation. Ja, den Foreign Affairs Council haben wir jetzt auch nochmal. Außenminister brauchen wir jetzt also. Model Decision. Ich meine, das ist okay so. Military Research. Richtig, da wollten wir ja jetzt Polymer Armor mitnehmen. Quark Doctors Active in Soraya Basin. Wollen Support. Schwierig werden. Affirmative. Ist ein Roll of Ultimus, ist 108. Plus 50 wegen unserem Support. Wegen Health Points in der Zone plus 40. Das heißt, wir haben 198 gegen 150. Sehr schön. Perfekt. Nur 100 Leute sind gestorben. Wir konnten das ganze Ding eindämmen. Church of Cindy requests a donation. Wieder eine Donation. Nein, das ist, nein. Affirmative. Das können wir so nicht machen. Okay. Der Osten. Könnte sich jetzt vielleicht überlegen, ob wir tatsächlich noch mehr. Also wir können da das Zeug auf jeden Fall rausholen. War eigentlich jetzt nochmal 535. Ja, ja, komm. Oder? Nee, komm, nicht. Nee. Moment mal, können wir jetzt vielleicht Kolonisten? Nein, immer noch zu wenig. Was sagt denn die Logistics-Übersicht? Es kommt eine Menge an, es wird halt alles verteilt. Wir sollten dich vermutlich nochmal ausbauen. Ja. Construct Logistics Truck Station 2. So. Okay. Die haben versucht rauszukommen. Ohne Erfolg. Ranged Attack. Du mit der Artillerie. Die Typen haben auch irgendwie Tarnung oder so, ne? Weiß ich nicht. Also die treffen immer so wenig. Aber Ren ist jetzt auf jeden Fall erheblich runter. 16 zu 1, 17 zu 1. Tut das greift an, vernichtet sie. Idealerweise. All clear, Sir. Gut, sie sind erledigt. Perfekt. Irgendeine flechtenartige Spezies. So, du nimmst mal hier diese ganze Küstenstraße hier ein. So weit, so gut. Und hier oben ist tatsächlich schon das Banyan. Regime. Und hier ist tatsächlich vielleicht wieder so eine Bergkette, die als natürliche Grenze dienen kann. Cool. Aha. Schon sagen, da ist schon wieder jemand. Hier vor ist geschlossene Front. Noch haben wir genug Zeug. Das sind wieder die Typen. Oh Mann. Oh oh. All clear, Sir. Da haben wir jemanden gefunden. Das sind nochmal andere. Wir haben die einfach nur eine andere Farbe. Astromollusk. Scientific name is Astromollusk Ialkus. Entering large herbivore. Okay, das ist ein Herbivore wieder. Okay.
Also ich meine, egal was wir machen, wir müssen ihn erstmal ganz umzingeln. Switch mal, mach mal den Artillerie-Attack zuerst. Danach überlegen wir uns, ob wir reingehen mit den anderen Truppen. Natürlich wieder massiv aufgehalten dadurch. Zumindest ein paar Hits gab's. Roger that. Okay. 1, 3, 2, 6, 3, 3. Das lohnt sich überhaupt nicht, wir müssen warten. Okay. Machen wir hier mal die schöne Verbindung. Damit ist der Lipades Basin, dieser wunderschöne Urlaubssee hier, auch in unserer Reichweite. Das ist hervorragend. Ja, und hier sollten wir definitiv die Truckstation auch ausbauen. Und es geht ja jetzt so langsam echt aufwärts hier mit den, mit dem Gedöns. Kann ich gar nicht, ne, weil wir ja Level 1 sind hier. Viele Leute wohnen hier schon. 18.000. Wow. Da richtig krasses Village. Okay. Sagen wir, wachsen und gedeihen. Machen nächste Runde weiter. Wir könnten natürlich hier noch einen Angriff starten. Die hier sich hinstellen, ist natürlich auch keine so gute Idee. Wir verteidigen hier auf ganzer Linie. Und sparen sogar mal ein bisschen Metall. Ja. Tun wir es. Ja, diverse Angriffe. 200 Infanterie haben wir erledigt und 200 Walker, also gab es im Osten sowie im Westen Action. Und da ist Feldpeak erobert, Feldpeak. Gauss Small Arms haben wir entdeckt. Und der Speed Gun ist fertig. NG Lances. Ein Mountaineer Team, Kamera, Marvelout und Security Outpost. Volunteer Drive, Ambush. Als Forces Defense. Oder Forces Defense, Retreat at 10% Losses. Hm. Commercial Gift. To organize the privatization of a state enterprise, gift to leader. Unification. Oh. Ah. Mal gucken, was das genau für eine Karte ist. Investor Backing. Gut. 16 Entscheidungen. Ich denke, wir werden uns um die Entscheidung in der nächsten Folge kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr mehr wunderprächtige, tiefgreifende Momente mit mir erleben möchtet bei Strategiespielen. Ciao.